Gute Rockclubs sind selten, wenn man der Szene glauben darf. Die Kraichgauer dürfen sich glücklich schätzen, ein besonders leuchtendes Exemplar in Bruchsal zu haben. Die Rockfabrik feierte jetzt ihr 30-jähriges Bestehen. Sweet Jolly Time. Hallo liebe Zuschauer, wir sind heute nicht beim Wacken Open Air, sondern wir sind bei der Rockfabrik, die ihr 30-jähriges Jubiläum feiert. Und wir werden uns jetzt einfach mal in die Menge stürzen und schauen, was wir so alles einfangen können. Viel Spaß damit! Bei diesen Besuchermassen ist es nicht verwunderlich, dass zur 30. Geburtstagsparty außerhalb der altehrwürdigen Rockfabrikhallen gefeiert wurde. Mit einem dreitägigen Festival und zahlreichen Bands wurde das Jubiläum begangen. Dadurch wurden selbst Gäste von außerhalb angelockt. Ich bin übers Internet drauf aufmerksam geworden. Ich bin Fan von Demons Eye, guck mir den Tourplan an und wusste also, dass sie heute spielen. Und jetzt Hand aufs Herz, waren Sie jemals schon mal in Bruchsal? Nö, das ist das erste Mal gewesen, aber es ist schon toll, also zumindest hier. Bands wie hier etwa Demon's Eye begeisterten das Publikum mit Rockklassikern. Aber auch die Musiker selbst kamen bei der Open-Air-Gaudi auf ihre Kosten. Also wir sind zum zweiten Mal im Bruchsal. Das erste Konzert war in der Halle. Es war auch schon total klasse und wir haben uns riesig gefreut, dass Jürgen von der Rockfabrik uns für dieses sehr spezielle Event eingeladen hat. Wir freuen uns riesig, hier zu sein. Und es war für uns einfach auch ein tolles Erlebnis, hier vor so vielen Menschen zu spielen. Das war klasse, hat Riesenspaß gemacht. Und wann warst du das erste Mal in der Rockfabrik? Das war im Oktober letztes Jahr. Okay, welche Eindrücke hat die Rockfabrik hinterlassen? Ein sehr begeisterungsfähiges Publikum. Tolle Technik, tolle Techniker am Start. Man fühlt sich wohl auf der Bühne. Und eine gute Leistung bringt, dann honoriert das Publikum das in Bruchsal. Und das schaukelt sich dann so hoch, ja. Desto mehr Gas gibt man auf der Bühne. Und das war einer der besten Auftritte, die wir im letzten Jahr gegeben haben. Und wir kommen am 19. November wieder. Da freuen wir uns auch schon drauf. Headliner am Samstagabend waren die Echoes, eine Pink Floyd Tribute Band, die mit einer dreistündigen Mammutshow und beeindruckender Illumination die Gäste beglückten. Es ist für uns was Besonderes, heute da zu sein, weil 30 Jahre Rockfabrik ist schon was wirklich Besonderes, zumal es eben nicht mehr viele Rockclubs gibt in Deutschland, die so lange existieren, die so gut laufen. Und dass für uns hier eine Rockfabrik immer super gelaufen ist als Band, ist für uns natürlich heute super, hier als Headliner zu spielen. Ja. In 30 Jahren Rockfabrik-Geschichte hat der charmante Club so manches Besucherherz erobert. Für viele ist die Rockfabrik schon lange ein Teil der Freizeitgestaltung. Was bedeutet dir die Rockfabrik? Erzähl mal. Ja, also bei mir ist eine der Teil meines Lebens, weil ich bin jetzt eine 17 Jahre dabei. 17 Jahre? Ja, also praktisch zwei Drittel von der Zeit, wo jetzt auf ist, kann man sagen. Das ist eine wunderbare Einrichtung, die Sache Live-Musik immer am Leben hält. Und ich komme sehr gerne hierher, vielleicht in meinem Alter nur noch 3-4 Mal im Jahr. Aber trotzdem, ich komme gerne her und bin froh, dass es die Rockfabrik gibt. Wir gehen schon seit 20, 25 Jahren in die Rockfabrik. Das ist ein lebendes Inventar sozusagen. Ich kenne auch die alte Rockfabrik. Ja, liebe Zuschauer, zu unserer großen Überraschung hier heute in den Schlägwiesen auch die Oberbürgermeisterin der Stadt Bruchsal. Rechtzeitig zum vorangegangenen Titel Wish You Were Here. Frau Petzolczyk, Wish You Were Here und Sie kommen hier nach Bruchsal in die Schlägwiesen. Was treibt Sie um?
Also ich habe eine freundliche Einladung vom Herrn Debatin bekommen und ich muss sagen, bei Pink Floyd gecovert, da kann auch eine Oberbürgermeisterin nicht widerstehen. Eine super Stimmung, Kompliment an den Herrn Debatin. Wir würden uns aber freuen, wenn so etwas regelmäßig stattfinden könnte. Können Sie sich sowas vorstellen in der Stadt? Also ich bin in Pforzheim aufgewachsen mit so Wiesenfeste und Open Airs in kleineren Stil. Und es erinnert mich daran und ich kann mir vorstellen, dass unsere Region gut tut. Und dass auf jeden Fall das Ankommen bei den Menschen, das sehen wir ja. Also deswegen Kompliment und ich kann mir noch mehr solche Aktionen vorstellen. Liebe Zuschauer, wir haben hier den Gründer der Rockfabrik neben mir, den Pat oder den Herrn Debatin, wie auch immer ihr das möchtet. Und ich habe jetzt ein paar Fragen. Erstmal, wie geht's dir in den letzten 2 Tagen? Wie fühlst du dich? Wenn ich ganz ehrlich bin, beschissen. Weil es ist Stress ohne Ende, das kann man sich nicht vorstellen, was so ein Festival mit sich bringt. Ganzen Tag Anrufe, ganzen Tag will irgendeiner was von dir. Du musst dich konzentrieren, damit das Wichtigste, damit die wichtigsten Dinge passieren, damit die Technik steht, dass der Ablauf steht, dass das Hotelbooking steht, das Catering steht. Es ist stressig. Was war das beste Erlebnis, was du bis jetzt je hattest mit der Rockfabrik? Das beste Erlebnis, wenn ich mir das genau überlege, ist eigentlich das 30-jährige Jubiläum. Jetzt ist es eigentlich das Highlight schlechthin. Machst du eigentlich auch selbst Musik? Nein, bin unmusikalisch. Das glauben wir natürlich jetzt nicht, dass der Herr Debatin unmusikalisch ist bei diesem Programm und bei der Rockfabrik natürlich nicht. Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall noch viel, viel Freude, viel Energie für das, was Sie jetzt noch vor sich haben, viel Urlaub und dass Sie weiterhin so einen tollen kulturellen Beitrag hier in Bruchsal leisten. Mit viel Kraft und dass Sie gesund bleiben. Dankeschön. Also es geht aufwärts jetzt mit meiner Stimmung langsam. Deiner Stimmung, lieber Pat, wünschen wir natürlich noch zahlreiche weitere Höhepunkte mit der Rockfabrik. Die Jubiläumsbesucher jedenfalls haben bei dem Festival mit Sicherheit einige Höhepunkte erlebt.